Servus und hallo zum Wochenwetter für das Paznaun. Seit dem 1. Dezember dürfen wir nicht nur jeden Tag ein Türchen öffnen. Seit dem 1. Dezember ist meteorologisch gesehen Winter und auch wettertechnisch geht es nun jetzt immer mehr Richtung Schnee. Oben auf der Italp, da liegt schon seit einiger Zeit lang Schnee, wie unsere Webcam zeigt, und die ersten Skifahrer und Snowboarder sind auch schon auf den Pisten unterwegs. Am Dienstag kommt oberhalb von 800 bis 1200 Meter auch noch ein wenig Schnee dazu. Darunter fällt gelegentlich etwas Regen. Das Ganze bei maximal 3 Grad in Galtür, 5 gibt es in Ischgl, in Kappel und in See werden maximal 7 Grad erreicht. Bei diesem nasskalten Wetter ist das Silvretta Center in Ischgl eine tolle Schlechtwetteralternative. Hier gibt es neben einem Erlebnisbad und einem Saunadorf auch 4 Kegelbahnen. Dort kann man aber nicht nur eine ruhige Kugel schieben, sondern auch sehr gut essen. Es gibt Pizza und Bruschette und mit Voranmeldung können wir bei einer Kegelrunde sogar ein leckeres Fondue genießen. Am Mittwoch geht es zunächst mit dichten Wolken und ein paar Tropfen oder Flocken weiter, doch im Tagesverlauf lockern die Wolken auf und die Sonne kommt zurück. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 7 Grad. Am Donnerstag wird es noch einen kleinen Tick milder und dazu gibt es freundliches und trockenes Wetter bei einem Mix aus Sonne und Wolken, also optimale Bedingungen für einen perfekten Skitag. Die Silvretta Arena ist übrigens mit ihren 238 Pistenkilometern eines der größten zusammenhängenden Skigebiete Tirols. Und das Skigebiet geht sogar über die Landesgrenzen hinaus. Von Ischgl aus kann man nämlich mit seinem Skipass direkt in Schweizer Samnaun wedeln. Und das lohnt sich vor allem für alle Schnäppchenjäger unter uns. Samnaun ist nämlich ein Shoppingparadies. Hier kann man zum Beispiel Swarovski-Steine, Designerdüfte oder Edelspirituosen zollfrei einkaufen. Passen Sie aber auf, dass Sie nicht in einen Shoppingrausch verfallen. Es gibt nämlich Einfuhrgrenzen. Und nun zu den Wochenendaussichten und die sehen sehr winterlich aus. Am Freitag bleibt es zwar noch recht mild mit maximal 6 Grad, dazu fällt zeitweise Regen, Schneeregen oder Schnee, je nach Höhenlage. Am Samstag bringt dann der Nikolaus einen Sack voll Schnee für alle. Es schneit bis ins Tal, denn die Temperaturen gehen deutlich zurück. Am Sonntag gibt es dann sogar nur noch Höchstwerte um den Gefrierpunkt und die Nächte, die werden frostig kalt. Das Wetter kann sich dann aber wieder beruhigen. Es bleibt ab Sonntag trocken mit Sonnenschein und lockeren Wolken. Wer am Samstag in die Berge will, der muss sich allerdings gut einpacken. Die Berge stecken oft in Wolken und es schneit immer wieder. Die Temperaturen erreichen dabei in 2000 Meter Höhe minus 2, in 3000 Meter Höhe minus 7 Grad. Und nun habe ich noch eine Vorankündigung, vor allem für alle Fans der Show Deutschland sucht den Superstar. Normalerweise finden die Top-10-Shows ja immer im Fernsehstudio in Köln statt. Doch in der kommenden Staffel gehen die 10 besten Teilnehmer Superstar-like auf große Tour und der Auftakt, der ist in Ischgl. Am 11. April 2015 wird die erste Show auf der Italp in 2300 Meter Höhe aufgezeichnet. Jeder mit einem gültigen Skipass kann dort seinem Favorit zujubeln. Vielleicht treffen Sie die Kandidaten oder die Jurymitglieder aber auch beim Feiern oder beim Shoppen. Sie wohnen nämlich eine Woche lang direkt vor Ort. Bis dahin, also bis Anfang April, ist es zwar noch ein Weilchen hin, die DSDS-Fans sollten sich den Termin aber auf jeden Fall schon mal im Kalender eintragen. Ja, und sonst freuen wir uns jetzt einfach auf die kommende Wintersaison und den Schnee. Und damit wünsche ich Ihnen mit diesen winterlichen Aussichten schöne Tage im Tiroler Paznaun.